Oh, du liebst es einfach zu kuscheln, Mr. Whiskers. Aber ich muss mich für den Unterricht fertig machen. Hä? Hä? Wow. Oh nein. Der Eyeliner hat mich erwischt. Was sagst du da, Mr. Whiskers? Das ist eine tolle Idee. Jetzt sehe ich genau wie mein kleiner Freund aus. Miau. Ist das süß oder was? Was würde ich nur ohne dich tun? Sag Tschüss. Das ist Leben. Warm, Sonne, am Pool chillen. Mir ist langweilig. Willst du mich schminken? Ja, voll gern. Oh, hallo Süßer. Hey, du hast deine Schwimmbrille verloren. Hey, hier drüben. Los, heb sie auf. Warum muss ich alles machen? Hey, du brauchst doch deine Schwimmbrille. Meine Brille, ich sehe ohne die nichts. Ignoriert er uns? Alles ist irgendwie verschwommen. Also wo ist jetzt diese Schwimmbrille? Endlich. Okay, jetzt machen wir dein Make-up. So aufregend. Irgendwas ist anders an dir. Aber okay. Was ist das? Das wird gut an dir aussehen. Beweg dich nicht. So zauberhaft. Okay, ein bisschen Farbe. Wo bist du? Ah, gefunden. Weißt du was? Ich sollte das professionell machen. Hab ein Talent. Und jetzt bringen wir dich zum Strahlen. Das steht dir richtig gut. Das kitzelt. Gesundheit. Und den Lippenstift nicht vergessen. Zeig mir mal den Schmollmund. Ruhig. Fast fertig. Wow, du siehst wunderschön aus, glaube ich. Warte, das ist gar nicht meine Brille. Also, du siehst echt umwerfend aus. So spät schon? Ich sollte lieber los. Wir sehen. Ich muss. Tschüss. Wo gehst du hin? Und was macht die Schwimmbrille hier? Meine Schwimmbrille. Du hast sie gefunden. Ich dachte schon, ich habe sie verloren. Oh, hi. Was hat er denn? Muss wohl eingeschüchtert sein von meiner Schönheit. Was gibt es Besseres als einen Sommertag am Pool? Fast vergessen, das aufzutragen. Und ein kleiner Klecks und ich strahle heller als die Sonne. Welches Mädchen liebt es nicht, etwas zu funkeln? Yay! Ich gehe nirgendwo ohne hin. Ah, die Sonne fühlt sich toll an, nicht wahr? Wow, schaut euch diese Schönheit an. Definitiv eine Spielunterbrechung wert. Entschuldigung? Du blockierst die Sonne? Wow, kein Wunder, dass er nicht weiterspielt. Hallo? Hier ist noch ein hübsches Mädchen. Ernsthaft? Bin ich auf einmal unsichtbar? Warum spricht niemand mit mir? Oh, ich zeige dir, was zu tun ist. Zuerst nimmst du etwas Babyöl und etwas Bronzer. Kratze die Schminke auf einen Holzstab und gib es nun in das Öl. Siehst du, wie es sich in der Flasche absenkt? Nimm nun etwas Kosmetikglitzer und streue es ebenfalls in das Öl. Und genau diese Strahlen wollen wir haben. Gib den Deckel drauf und schütte alles gut. Ist es nicht wunderschön? Reibe dich damit ein und du ziehst die Motten wie das Licht an. Ah, danke fürs Teilen. Wir haben deinen Drink aufgefüllt, Lilly. Wer ist das? Du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Ja, das Zeug funktioniert einwandfrei. Egal, wie du dein Make-up aufträgst, Nachschminken ist unerlässlich. Diese Palette ist viel zu groß. Ist denn noch Platz für meine Pinsel? Ich kann nicht ohne Bürste los. Und auch Flüssigkeit ist sehr wichtig. So, ist da noch Platz? Alles ist so eng.
Kann ich vielleicht eine größere Tasche nehmen? Ich will nur noch ein kleines Teil reinstecken. Hey, schau dir all diese Wattestäbchen an. Lilly, kann ich ein paar davon haben? Danke. Es ist perfekt. Warum eine ganze Make-up-Tube mitnehmen, wenn ein Wattestäbchen es aufsaugen kann? Tauche es einfach in den Concealer. Und wenn du eine gute Menge hast, kann es losgehen. Das Tütchen hält die Spitze feucht. Vergiss nicht, sie zu versiegeln. Jetzt bist du bereit. Dieses Teil passt einfach überall rein. Selbst in diese kleine Tasche. Ich gehe los. Tschüss, Betty. Was ist mit diesem Chaos? Ernsthaft? Hey. Hey, Julie. Na, was geht? Oh. Oh, Mann, ist das heiß. Ekelhaft. Und, was gibt's? Naja, es gibt bei mir nichts Neues. Oh, schon kapiert. Oh. Psst. Naomi, hallo. Psst. Naomi! Das war meine absolute Lieblingsfolge. Wieso hört sie mich nicht? Ihre Outfits waren so süß. Das reicht. Hallo, hörst du mich? Sie ist mein absoluter Lieblingscharakter. Okay, das hilft mir nichts. Ignoriert mich, Entschuldigung. Ist das zu glauben? Hallo? Was war das? Was zum Geier machst du? Was? Oh, mein Fehler. Ich regle das. Tut mir leid für das Chaos. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Die stelle ich hier hin. Danke. Ein Hoch auf Manieren. Nicht verschütten, bitte nicht verschütten. Oh mein Gott, Naomi. Deine Cappy ist sowas von innen. Ja, stimmt. Oh Mann, hört sie jemals auf zu reden? Ich bin zu hungrig, um zu warten. Autsch, zu heiß. Ah! Was zum... Ups, das ist ekelhaft. Tut mir leid. Hey. Ich zeige dir, wie man das richtig macht. Okay. Nicht so schnell. Warte 30 Sekunden. 30 Sekunden? Aber ich bin so hungrig. Ist die Zeit schon um? Mhm. Gleich. Du kannst essen. Juhu. Die perfekte Temperatur. Das war besser als vorher. Okay. Keine Suppenunfälle mehr, okay? Sorry. Schon okay. Keine Sorge, ich warte noch kurz. Aha. Worüber haben wir noch mal geredet? Du wolltest etwas zur Cappy sagen? Oh, zum Glück. So kann ich ohne Zwischenfälle essen. Ich bin echt stolz auf dieses Bild. Es gefällt mir echt gut. Was geht, Nerds? Oh, hi, Mandy. Hey, habt ihr denn gar nichts bemerkt? Wow, ist das echt? Ich hab noch mehr davon. Meine Haut ist wie ein Gemälde. Du bist so cool. Verzieht euch, ihr ruiniert meinen Ruf. Normales Gesindel. Was soll denn die Aufregung? Ich wünschte, ich wäre so beliebt. Oh, das ist herzzerreißend. Ich sollte Stacy helfen. Das könnte helfen. Zieh die Kapsel von einem Marker ab. Mit einem Messer schneidest du die Stiftspitze vorsichtig ab. Ist das erledigt, schneidest du noch ein Stück heraus. So wie ich. Es soll wie ein Herz aussehen. Das ist perfekt. Mandy glaubt, sie sei cool. Vielleicht kann ich weiterhelfen? Was? Du brauchst ein paar Tattoos. Wovon redet sie da? Moment mal, jetzt kapiere ich's. Wow! Ich kann den Stift auf meine Haut drücken. Das ist fast so wie ein Tattoo. Nur, dass man es abwaschen kann. Das sieht toll aus.
Wow, ich liebe deine Tattoos. Aber ich habe auch Tattoos. Ja, wir haben es geschafft. Ich meine, Ruhe. Psst, komm her, schnell. Seht euch das an. Das bleibt unter uns. Was? Voll lustig. Oh, süß. Ich brauche besseres Licht. Hey, hilf mir mal. Halt das. Ich bin nicht deine persönliche Assistentin. Hast du was gesagt? Ich bin zu beschäftigt, gut auszusehen. Ich muss meine Schokoladenseite zeigen. Nein, das funktioniert so nicht. Komm hierher. Ich sollte dafür bezahlt werden. So hübsch. Ich bin ein menschliches Stativ. Kann mein Leben noch schlimmer werden? Hey Leute, heute zeige ich euch den Natural Look. Herz-Emoji, Lippen-Emoji, Zwinker-Smiley. Sie lieben mich. Natural, huh? Naja, vielleicht ein bisschen Make-up. Es ist Zeit für ein umgekehrtes Makeover. Ich meine, es wird keinen großen Unterschied machen, aber wenn du meinst, ich werde immer noch hübsch aussehen. Ist ja nur Make-up. Atme, alles wird gut. Auf Wiedersehen, alte Freundin, du wirst mir in Erinnerung bleiben als attraktiv. Ist ja nicht so, als ob ich viel Make-up tragen würde. Das fühlt sich gut an. Die werde ich nicht brauchen. Das wird eine Weile dauern. Das kratzt sich runter. Wow, ich kann wieder was riechen. Das ist so fesselnd. Ein letzter. Muah, bis dann, leckere Lippen. Huh? Okay, das ist es. Finale. Ja, weiter so. Du kannst das. Wie sehe ich aus? Ich fühle mich super. Was meinst du? Wow, du bist echt hässlich. Und jetzt? Hab schon kapiert. Er ist besser in Make-up als ich. Mir ist langweilig. Ich muss mich schminken. Ich liebe diese Farbe. Ich hab's. Hey. Hi. Kann ich das haben? Bitte, bitte, bitte. Nein, das gehört mir. Oh. Naomis Haare könnten besser aussehen. Ich helfe ihr. Ich besprühe ihre Bürste mit Haarfarbe. Die Farbe wird ihr richtig gut stehen. Ich muss die Bürste bedecken. Das sollte reichen. Sie wird nichts merken. Das wird gut. Okay, was nun? Oh, meine Haare. Kurz durchbürsten und ich bin fertig. Hä? Mein schönes Haar. Es ist lila. Sieht toll aus. Ich mach's auch auf der anderen Seite. Ich liebe es. Danke, Claire. Oh, yeah. Gern geschehen. Ich hab was für dich. Wuhu! Das war echt ein gutes Spiel. Das war doch voll anstrengend. Die Gegner waren echt gut, aber wir waren besser. Absolut. Hast du meinen Schuss gesehen? Was machst du? Ich krieg die Haargummis nicht raus. Au! Ich hab mir Haare ausgerissen. Das wird richtig wehtun. Wow, nicht so schnell. Probier's mal mit Kokosöl. Das wird dir helfen, versprochen. Lass mich mal. Ich tröpfle etwas Kokosöl auf das Band und ziehe es vorsichtig ab. Das Band rutscht problemlos ab und meine Haare riechen nach Kokosnuss. Fast so wie eine Haarspülung. Oh, beinahe vergessen. Okay, ich bin dann mal weg. Bye. Bye, Sophia. Wow! Oh, das tat bestimmt weh. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Schon gut, ich bleib hier nur erstmal liegen. Autsch. Voll verrückt, findest du nicht? Da fällt mir ein, yep, Kevin will mit mir auf eine Party gehen. Du musst ihm zusagen. Ich wünschte, er würde mich einladen. Ich würde so gerne mit ihm tanzen. Darf ich mitkommen? Nicht so. Oh, ich bin ja ungeschminkt. Keine Sorge, Ava. Ich habe einen Make-up-Vorrat. Zeit für dein Makeover. Ja, okay. Ich habe mein eigenes dabei. Tada! Oh, das ist mein Pinsel. Nice, oder? Ja, interessant. Ich benutze auch gerne Pinsel. Contouring kann dein Gesicht verwandeln. Am Anfang sieht es zwar seltsam aus. Die Stirn ist fertig und nun der hellere Ton.
Der Part ist wichtig. Sieht aus wie Gesichtsfarbe, oder? Und nun muss alles verblendet werden. Siehst du? Es hat funktioniert. Wow, das probiere ich auch mal. Unter die Wangenknochen, oder? Vorsichtig damit. Ja, unter den Augen. Nicht zu fest aufdrücken. Und nun verblenden. Ja. Wow. Du solltest noch etwas an deiner Technik feilen. Ich sehe toll aus. Wollen wir? Na dann mal los. Wow, ich sehe toll aus. Oh, hallo. Ich habe dich nicht gesehen. Wow. Das höre ich öfters. Ui, mir ist ganz schwindelig. Bigfoot! Ich muss hier weg. Autsch! Du hast deine Brille vergessen. Mädels, zieh dich das rein. Voll witzig. Diese haarige Strumpfhose war der Hammer. Wie gesagt, ich sehe immer gut aus. Was soll ich bestellen? Entschuldigung, Bedienung. Ich möchte gern bestellen. Das ist eine gute Wahl. Das möchte ich auch essen. Das Essen wird nicht lange dauern. Das würde ich auch hoffen. Ich bin voll hungrig. Hier ist das Getränk, das Sie bestellt haben. Ob das die richtige Wahl war? Nee, irgendwie will ich das nicht trinken. Mal sehen, ob mir die Brille weiterhelfen kann. Was zur Hölle? So ein Freak. Ich hau besser ab. Was ist denn mit ihm gefahren? Naja, wenigstens ist das Getränk gerettet. Jetzt kommt der Geschmackstest. Das ist genau richtig. Oh, da kommt das Essen. Hier ist der Burger, den Sie bestellt haben. Hä? War die Limo nicht gelb? Ja, aber ich habe pinke Superkräfte. Pass auf. Wow, das ist ja voll abgefahren. Endlich kann ich losmampfen. Das ist wahrlich ein Gericht für Feinschmecker. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Hier ist Ihr Nachtisch. Ach ja, die Donuts. Könnten Sie Ihre Superkräfte noch einmal einsetzen? Na klar, und los geht's. Wow, echt genial. Und ich habe sogar auf Video. Das Essen schmeckt klasse. Ich liebe dieses Lokal. Ich werde bestimmt nochmal hierher kommen. Ah, ich habe so gut geschlafen. Aufwachen, ich muss mich anziehen. Das ist so süß, aber nicht süß genug. Das ist schon besser. Ich sollte meine Haare machen. Das ist nicht gut. Oh, das passt mir. Etwas fehlt aber noch. Ich hab's. Etwas Schmuck. Jedes Mädel braucht etwas Funkelndes im Leben. Das ist so hübsch. Das passt perfekt zu meinem Outfit. Ich weiß noch, wie Alex es mir damals geschenkt hat. Das war so romantisch. Er ist der Beste. Und ich habe es seitdem sicher aufbewahrt. Okay, jetzt bin ich bereit. Ich sollte los. Ah, ist das Alex? Wer ist dieses Mädchen? Was die beiden wohl reden? Der Film war so lustig. Oh, bevor ich es vergesse. Ich habe etwas für dich. Schließ deine Augen. Ich liebe Überraschungen. Um deinen Herzblatt zu überraschen, brauchst du eine Schüssel mit Epoxidharz. Füg etwas Glitzer hinzu. Rühre es gut um, bis sich das Glitzer verteilt. Das sieht gut aus. Nun nimmst du eine Herzform und gießt das Epoxidharz hinein. Füll die Form komplett auf und lass es trocknen. Ist das Epoxidharz trocken, entfernst du die Form. Dann musst du eine Kette befestigen. Nun fehlt nur noch jemand, dem du es schenken willst. Okay, mach sie wieder auf. Oh wow, ist sie für mich? Darf ich? Aber, ich dachte, ich wäre sein Herzblatt. Das reicht. Wie kannst du nur? Das sieht genauso aus wie meine Kette. Die kannst du behalten.
Oh, hallo. Ich glaube, Cheryl ist noch Single. Hey, Cheryl. Mal sehen. Oh, hallo. Willkommen in unserer Boutique. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Nein, danke. Schon gut. Oh, naja, okay. Dieses Kleid passt zu Ihren Augen, wenn ich das so sagen darf. Auf gar keinen Fall. Absolut nicht mein Ding. Hey, das ist es. Oh, Ihnen ist also mehr danach. Hervorragend. Dieses Outfit wird Eindruck schinden. Lass los. Das ist meins. Unhöflich. Okay, das Outfit steht soweit. Oh, hey, die brauche ich auch noch. Perfekt. Jetzt kann ich die Sachen anprobieren. Oh, ich bin in das Outfit verliebt. Der Look gefällt mir auch sehr gut. Yes. In Sachen Mode macht mir niemand was vor. Yep, das war ein guter Einkauf. Danke, kommen Sie bald wieder. Kriegen das hin. Makeovers sind unser Spezialgebiet. Also kram dein schönstes Outfit raus, nimm dir deine Bürste und trag Lippenstift auf. Die Beauty School tagt wieder. Es ist Zeit für eine Make-up-Challenge. Ihr seht gut aus, Ladies. Dieser Abend ist so langweilig. Ich will Spaß haben. Geht mir auch so. Wie wär's mit einem Makeover? Super Idee. Ich mach nur etwas Platz. Ich auch. Tschüss, Pflanze. Okay. Alles, was wir brauchen, ist Make-up. Guck dir das an. Lippenstift, Lidschatten, Farbpaletten. Bereit? Diejenige, die als erstes ihr komplettes Make-up fertig hat, gewinnt. Wir stellen einen Timer und los. Was soll ich zuerst verwenden? Muss schnell sein. Ich leg das hier rüber. Gleich zurück. Wo geht sie hin? Aber wen interessiert's? Ich gewinne. Hab fast das Wichtigste vergessen. Ich leg diese Folie auf den Tisch. Vielleicht ein wenig Foundation. Was machst du da? Ein Tropfen Foundation. Verteile es auf der Folie. Sieht schon mal gut aus. Jetzt die Augen. Ich wollte schon immer Künstlerin sein. Die Zeit rennt davon. Fertig. Und jetzt nur noch die Folie ins Gesicht drücken. Du weißt schon, wie man Make-up aufträgt. Fast fertig. Pass auf. Sieht gut aus, ha? Huh? Das ist ja fantastisch. Ich will's auch probieren. Es ist total einfach. Mach ruhig. Also ich nehme ein Stück Alufolie und mache etwas Foundation drauf. Jetzt etwas Lippenstift. Beeindruckend. Picasso wäre stolz. Fast fertig. Ich glaube, das war's. Und jetzt lege ich das einfach auf mein Gesicht. Ich kann's kaum erwarten zu sehen, wie ich aussehe. Jetzt kommt die große Enthüllung. Wie sehe ich aus? Schau lieber nicht in den Spiegel. Er bricht vielleicht. Ist das dein Ernst? Ah, ich sehe grässlich aus. Ich helfe dir. Das kriege ich wieder hin. Das sollte passen. Ein bisschen hier, ein Klecks hier. Das wird fantastisch an dir aussehen. So, das Meisterwerk ist fertig. Beweg dich noch nicht. Au, meine Nase. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Ich sehe zauberhaft aus. Mein Make-up, mein Kleid. Let's party. Okay, Lexi, bist du bereit? Ich sehe aus wie eine Ofenkartoffel. Das steht dir, bringt deine Augen voll zur Geltung. Mach's gut. Hey, bleib hier. Das ist echt nicht lustig. Kylie. Ah! Ich habe so viele abstehende Haare. Zum Glück habe ich dieses Gel. Das sollte sie unten halten. Oh, ich bekomme meine Haare einfach nicht hin. Hä? Was macht Naomi da? Darf ich auch mal? Oh, klar. Wie viel von dem Zeug benutzt man denn? Noch ein bisschen mehr. Besser zu viel als zu wenig. Wow, was machst du da? Ernsthaft, ich weiß das echt zu schätzen. Sicher. Ich trage es einfach auf dem Haar auf. Oh yeah, das Zeug ist genial. Jetzt wird sich mein Haar ganz sicher nicht mehr bewegen. Ha, hast du alles leer gemacht? Das ist der Rest? Was mache ich jetzt? Oh, ich weiß. Ich muss was aus meiner Tasche holen. Das ist es. Genau, was ich brauche. Wow, diese Zahnseide ist das Geheimnis. Ich ziehe es über meine Haare. Das Wachs auf der Zahnseide glättet meine Haare. Es funktioniert. Mein Haar sitzt perfekt.
Deine Haare sehen toll aus. Danke, ich habe Zahnseide benutzt. Darf ich auch mal? Na gut. Oh, ich hätte es besser wissen müssen. Okay, ich brauche neue Freunde. Dieses Buch ist echt gut. Ich kann es gar nicht weglegen. Ich will unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Was steht da? Ich brauche mehr Licht. Ich kann die Buchstaben kaum sehen. Was ist das? Ih, ekelhaft! Wer macht sowas? Ich muss meine Hand waschen. Aha, Tücher. Das sollte helfen. Nein, das gibt's nicht. Ist das Kaugummi? Wo kommt der denn her? Ich muss den wegschmeißen. Das bereue ich sofort. Igitt! Wie ekelhaft! Oh, da kann ich nicht mehr sitzen. Oh, ich lese auf dem Bett. Moment mal. Ist da was in meinem Haar? Oh, Sky! Hey, Mitbewohnerin! Ist das dein Kaugummi? Ich muss los. Hey, komm zurück! Oh, na gut. Schau dir das an. Nun, oh, ich hab ne Idee. Parkour, bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Sky? Was zum... Das wird helfen. Haarschaum, was? Du musst noch so viel lernen. Schau zu. Ich massiere den Schaum in dein Haar. Und wie soll das helfen? Und dann schiebe ich den Kaugummi einfach raus. Wow, echte Magie. Echt gut, was? OMG, du bist großartig. Danke. Das passiert mir öfters, als du denkst. Oh, versuch's nicht mal. Du hast nichts gesehen. Wow. Beugen und strecken. Spüre deine Muskeln. Seitlich strecken. Das stinkt wie faule Eier. Puh. Da kommt man ins Schwitzen, was? Darauf kannst du einen lassen. So schwindelig. Alex, alles okay? Wer spricht da? Wo bin ich? War ich das? Ich sollte mir neues Deo kaufen. Ich hab's. Nimm einen Peeling-Schwamm und sprüh Wasser darauf. Dann kommt Seife dazu. Seife den Schwamm ein. Jetzt die Achseln säubern. Als nächstes brauchst du Heilerde und etwas Zitronensaft. Gut umrühren. Ist die Heilerde glatt gerührt, folgt der nächste Schritt. Trage die Heilerde mit einem Pinsel unter die Achseln auf. Jetzt trocknen lassen. Ein interessanter Look. Wasche die Heilerde mit einem Schwamm ab. Sauber und frisch. Fühlst du dich wieder besser? Stopp! Komm nicht näher! Ich bin mit Lufterfrischer bewaffnet. Die Luft ist rein, okay? Das muss ich überprüfen. Okay, du hast recht. Weiter geht's. Dieses Buch ist so spannend. Oh, eine Nachricht. Jetzt schon? Ich muss mich noch fertig machen. Wo ist meine Make-up-Tasche? Zuerst einen Spritzer Parfüm. Ah, ein rosiger Duft. Was noch? Lippenstift. Das könnte schwierig werden. Dann öffne ich ihn eben mit den Zähnen. Schön langsam. Okay, gleich geschafft. Schwieriger als gedacht. Das reicht. Das ging schief. Ich sehe aus wie ein Clown. Was mache ich denn jetzt? Wow, die Zahnseide bringt mich auf eine Idee. Versuch Nummer 2. Färbe die Zahnseide an dem Lippenstift. Sie soll mit Farbe bedeckt sein. Drücke sie auf die Lippen. Beginne mit einem X in der Mitte. Dann drückst du sie auf die Außenlinie der Oberlippe. Dasselbe machst du auf der Unterlippe.
Jetzt kannst du den Lippenstift auftragen. Wow, so schöne Lippen. Hey, wie geht's? Du siehst toll aus. Hier, für dich. Danke. Alle Gerichte hören sich so gut an. Was nehme ich da bloß? Hallo. Kellner, 2 Eistorten. Zack, zack. Bon Appetit. Hallo. Oh, wow, die sehen toll aus. Habe ich was falsch gesagt? Eine seltsame Reaktion. Oh, was habe ich denn da? Halt, das sind ja meine Augenbrauen. Bei dem Anblick wäre ich auch weggerannt. Ich muss sie nur etwas zupfen. Die sind echt hartnäckig. Das wird ewig dauern, wenn ich sie zupfe. Vielleicht sollte ich es mal mit der Nagelfeile probieren. Einen Versuch ist's wert. Reibe die Pinzette an der Nagelfeile. So schärfst du die Pinzette und beseitigst hartnäckige Haare mühelos. Schon viel besser. Gleich hast du perfekte Augenbrauen. Was für ein Unterschied. Das sollte man wegsaugen. Ich mach besser die Fliege. Oh, ich war auch einmal jung und schön. Wieso musste ich so alt werden? Ich war so beliebt. Jetzt stricke ich und rede mit Katzen. Hey, Oma. Hallo, Liebling. Komm, setz dich. Was ist los? Wieso weinst du? Nicht so wichtig. Erzähl's mir. Es geht um eine Liebesgeschichte und ein gebrochenes Herz. Ihr Strahlen war so hell wie die Sonne am Himmel. Genau wie du, mein Schatz. Ich bin so froh, dich zu haben. Wow, wer ist das? Diese Blumen riechen gut. Eine heiße Schnitte. Ich kann jedes Wort hören, okay? Ich meinte doch nur die Blumen. Oh, Oma, das tut mir leid. Ich kann das nicht mithalten. Ich werde für immer allein sein. War das die Katze? Sieh mich an. Ich bin alt und faltig. Ich werde niemals Alex für mich begeistern können. Das ist ein Jammer. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe hier eine Gesichtsmaske für dich. Die könnte helfen. Ich komme mir vor wie ein Bankräuber. Aber wenn ich Alex so zurückgewinnen kann, trag sie beim Schlafen. Gute Nacht, Oma. Wo ist der Spiegel? Hoffentlich hat das funktioniert. Meine Haut! Ich habe keine Falten mehr. Ich sehe wieder jung aus. Keine faltige Haut mehr. Das ist wundervoll. Ich kann es kaum erwarten, bis Alex mich sieht. Ich sollte mich fertig machen. Ah, der Kaffee schmeckt echt gut. Oh, da ist er. Du schaffst das. Huhu, hier drüben. Mandy? Du siehst toll aus. Ach du. Oh, bester junge Kerl. Hallöchen. Hey, sie ist meine Freundin. Fast fertig. Gut, was jetzt? Oh, ich sollte noch was mit meinen Haaren machen. Locken sehen immer gut aus. Jetzt muss ich nur warten. Das sollte reichen. Was? Wo sind denn meine Locken? Warum klappt das nicht? Ich kapier's nicht. Das Kabel. Du hast es angeknabbert? Warum? Das kann ich nicht wieder ganz machen. Warum passiert mir immer sowas? Ich werde nie Locken haben. Ist alles okay, Schatz? Was ist denn los, Liebes? Mein Lockenstab ist kaputt. Schau. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich brauche nur deine Haarbürste. Was? Mama, ich will locken. Zuerst nehme ich eine Haarsträhne. Dann wickle ich sie um die Haarbürste. Sie muss schön fest rumgewickelt werden.
Wir brauchen auch etwas Hitze. Dafür nehmen wir den Föhn. Dann lass das Haar einfach nach unten fallen. Unmöglich! Mach weiter, Mama! Das ist ganz leicht und wird dir wirklich gut stehen. Das ist die letzte Strähne. Okay, das war's. Wie findest du sie? Sie sind perfekt. Danke, Mama. Gerne, Schatz. Viel Spaß. Ein Makeover bei Freunden macht Spaß. Okay, fertig. Sieh es dir an. Wow, du bist so gut darin. Yay, ich bin so froh, dass du es magst. Soll ich dir die Haare machen? Ich konnte es kaum glauben, als er in der Klasse neben mir saß. Du musst so aufgeregt gewesen sein. Klar, aber auch voll nervös und schüchtern. Oh nein, oh nein! Was habe ich getan? Das sind so viele! Das wird sie mir nie verzeihen. Sind das meine Haare? Sie sind einfach durchgebrannt. Nicht ohnmächtig werden. Trink etwas Cola. Das hilft. Das tut mir so leid. Ich bin eine schlechte Freundin. Hey, ich weiß einen besseren Weg für Locken. Ich brauche diese leere Limo-Flasche. Und dann mein treues Messer. Ich muss saubere Schnitte machen. Also ganz vorsichtig. Auch hier oben. Fast fertig und schon ist die Spitze ab. Okay, jetzt ist sie bereit zum Einsatz. Wie soll die Locken machen? Vertrau mir, ich stecke deine Strähne hier rein. Und jetzt nehme ich den Föhn. Und das funktioniert. Das funktioniert total. Du wirst es nicht glauben. Schau. Wow, schau dir meine Haare an. So lockig. Unglaublich, das gefällt mir. Gut, dass das nie wieder passieren wird. Ich danke dir so sehr. Diese neue Schule ist echt cool. Sind das Tampons? Bäh. Was ist so lustig? Oh nein, das darf nicht wahr sein. So viel zu einem Neuanfang. Es sei denn, ich wende das Blatt. Wusstest du, dass man mit Tampons wunderschöne Strandwellen machen kann? Sie haben die perfekte Größe. Einfach zusammenbinden und warten. Seht ihr? Wunderschön. Wow, das war unglaublich. Gut, dass ich genügend davon dabei habe. Probieren wir es. Für deine Rotznase. Ah, neue Kleider sind einfach toll. Ein komplett anderes Lebensgefühl. Aber diese alten Teile können echt knifflig sein. Nein! Genau das habe ich gemeint. Und nun was? Zum Glück habe ich noch ein paar. Ich versuch's einfach nochmal. Langsam. Langsam. Ah! Nein! Verfolgt mich das Pech oder was? Was ist denn mit denen hier? Ding, ding! Wir haben einen Gewinner! Ah! Was ist nur los mit diesen Nägeln? Ah! Ich gebe auf! Was ist mit dem alten Teil hier? Verdammt! Oh! Auch ein Nein! Diese Löcher sind riesig! Gefällt mir hier! Konzentration! Einpacken und abhauen. Was gibt's hier sonst noch so? Frische Blumen? Perfekt für meine Perle. Schaut euch nur dieses hübsche Gesicht an. Meine. Die müssen hier echt reich sein. Oh, ich bin nicht allein. Warum weißt du denn? Meine Strumpfhosen reißen dauernd wegen meinen blöden Nägeln. Was? Ich habe hier ein perfektes Paar. Siehst du? Kannst du haben. Aber meine Finger! Trag einfach Handschuhe. Fang! Handschuhe? Natürlich! Danke! Hey, keine Laufmasche!
Die werden super aussehen. Ich kann sie sogar ziehen, siehst du? Danke. Meine Beine sehen super aus. Dieser Einbrecher hat echt Ahnung. Weißt du was? Die hier sind fast so hübsch wie du. Ja, danke. Moment mal. Oh, ich sollte abhauen. Komm zurück, sofort. Hey, Gina, schau dir mein Outfit an. Süß, oder? Ja, mega hübsch. Naja, jedenfalls habe ich total Hunger. Also, hast du neuen Gossip? Ja. Oh mein Gott, schau dir diese Tasche an. Und die hier. Oh nein, mein Rock. Voller Teeflecken. Wie kannst du nur so schusselig sein? Sorry, lass mich dir helfen. Ich bin heute echt ein Schussel. Hier? Was? Na toll, danke. Warte mal. Ich hab eine Idee. Was? Gib mir deinen Rock. Okay, wenn du drauf bestehst. Schau zu und lerne. Gib ihn in eine Schüssel mit Teebeuteln. Gieße dann heißes Wasser rein. Siehst du, wie die Beutel Farbe abgeben? Versichere dich, dass er komplett eingetaucht ist. Und lass ihn einen Tag stehen. Dann hast du einen neuen Rock. Wie findest du ihn? Hier. Der sieht noch besser aus als vorher. Wow, was für eine Schönheit. Ich probiere mein Glück. Wow! Oh nein! Ich muss gleich los, jetzt aber schnell. Wie sehen meine Haare aus? Sollte ich mal was anderes ausprobieren? Moment, beim letzten Mal ging das nicht so gut aus. Autsch, das tat weh. Oh, warum mache ich das eigentlich? Das Kabel ist verheddert. Ah! Was ist denn da passiert? Nein, das ist nicht gut. Das war's erstmal mit Locken. Gibt's irgendeinen Weg für Locken, ohne einen Lockenstab zu benutzen? Vielleicht mit diesen Klammern hier. Ich versuch's mal. Ich lege meine Haare über den Wäscheständer. Und wickle sie um die Stange. Mit den Klammern halte ich die Haare fest. So, hoffentlich klappt das. Ja, es mag blöd aussehen, aber es wird toll aussehen. Na, dann zeigt euch mal her, meine Löckchen. Fühlt sich komisch an. Wow, das sieht toll aus. Zeit zu gehen. Wow! Oh, der Lockenstab hat's echt auf mich abgesehen. Heute ist Mams Geburtstag. Ich werde ihr ein Bild malen. Das wird ein schönes Bild. Etwas grün wie die Blätter. Das läuft nicht so gut. Es ist ruiniert. Vielleicht kann Mandy mir helfen. Mandy! Mandy! Lalala, ich sitze am Klo. Oh yeah. Mandy, mach auf. Du musst mir helfen. Mein Bild ist ruiniert. Das ist so entspannend. Bitte, bitte. Oh, das tut gut. Lass mich allein. Oh, ich kann das Schloss mit meiner Haarnadel öffnen. Das habe ich schon mal in einem Film gesehen. Und noch etwas Creme fürs Gesicht. Geschafft! Das hat echt funktioniert! Mandy! Mandy! Was machst du hier drin? Ich will etwas malen, aber das Bild ist ruiniert. Du musst mir helfen. Ist das Stäbchen zu tief drin? Schon besser. Das bringt mich auf eine Idee. Komm mit! Wir brauchen ein paar Wattestäbchen. Die halten wir zusammen. Und befestigen sie mit einem Gummi. So kannst du malen. Aber wie? Tunk die Wattestäbchen in die grüne Farbe und drück sie auf das Papier. Dann sieht es wie ein Blatt aus. Wow, darf ich mal? Das ist so einfach. Oh, ich habe eine Idee. Ich brauche dafür nur ein Wattestäbchen. Das wird toll aussehen. Ich mache ein paar Punkte mit Gelb. Oh, das sieht toll aus.
vergiss das hier nicht. Das ist ein Bienenstock, oder? So, das ist schon besser. Jeder Bienenstock braucht Bienen. Wie sieht es aus? Es ist perfekt. Na, endlich. Mamas zu Hause. Ich hatte so eine schöne Zeit. Diese Blumen sind so schön. Hi, Mom. Happy Birthday. Oh, heute ist Moms Geburtstag. Keine Panik. Wir haben dir ein Bild gemalt. Halt, was meint sie mit wir? Oh, Mädels, das ist so schön. Ihr seid so talentiert. Das sieht gut aus. Aber was noch? Ich weiß, Eyeliner. Genau das, was noch gefehlt hat. Nur ein kleiner Strich. Okay, so sollte das nicht aussehen. Okay, ich versuch's nochmal. Hä? Das ist schwerer als gedacht. So kann ich doch nicht rausgehen. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Okay, konzentrier dich. Ganz ruhig. Der Liner malt nicht mehr. Komm schon. Der ist alle. Das ist so nervig. Ich muss das wieder abschminken. Hey, Ashley, bist du fertig? Wir müssen los. Ashley, alles okay? Schätze nicht. Das ist ein interessanter Look. Ich hatte einen Make-up-Unfall. Keine Panik, ich helfe dir. Du brauchst nur Klebestreifen. Wirklich? Klebe es dir einfach an die Seite deines Gesichts. Okay, verstehe. Es ist ein Versuch wert. Mit diesem Hack sieht dein Eyeliner immer perfekt aus. Platziere einen Streifen Klebeband unter deiner Nase und dann zu den Augen hoch. Kleb dann einen weiteren Streifen über dein Augenlid. Das sieht vielleicht komisch aus, aber vertrau mir. Mach dann etwas schwarzen Lidschatten auf deinen Finger und verteile ihn in deinem Augenwinkel. Das Klebeband wirkt wie eine Schablone. Dann ziehst du das Klebeband wieder ab. Dein Augen-Make-up sieht perfekt aus. Das sieht so gut aus. Gefällt mir super. Ich wusste, dass das klappt. Aber wir müssen jetzt los. Oh, okay. Was für ein interessanter Artikel. Ich werde noch etwas Lippenstift auftragen. Die Farbe ist wirklich schön. Danke, Mama. Tschüss. Tschüss. Hab einen schönen Abend. Mein kleines Mädchen ist so schnell erwachsen geworden. Und nein, mein Hemd. Ich habe einen Lippenstiftfleck drauf. Und der geht nicht ab. Mein treuer Staubwedel wird das erledigen. Oh, das hat nicht geklappt. Mindys Make-up. Sie hätte das nutzen sollen. Ja, fast vergessen. Ich brauche das Make-up. Setz dich. Ich muss dir etwas zeigen. Das wird dir gefallen. Okay? Das ist ein kleiner Tipp. Mach etwas Puder auf deinen Pinsel. Tupfe es dann auf deine Lippen. Entspann dich. Du brauchst quasi nur ein wenig Staub auftragen. So, das reicht schon. Gib mir einen Kuss. Der Lippenstift geht nicht ab. Danke. Tschüss. Jetzt muss ich den loswerden. Hi, setz dich bitte. Sorry, heute ist mein erster Tag. Fangen wir mit dem Feilen deiner Nägel an. Immer mit der Ruhe. Okay, jetzt wird's bunt. Welche Farbe gefällt dir? Ups. Mir gefällt das Türkis. Gute Wahl. Warte. Sei vorsichtig. Oh nein. Schau mich an. Was hast du getan? Aber das war ein Unfall. Hey, bist du da? Juhu. Oh, ich war nur in Gedanken. Darf ich mir den ausleihen? Meinen Hut? Nein, deinen Pinsel. Okay. Der wird nützlich sein.
Zieh den Pinsel vom Stiel ab und steck ihn in den Nagellack. Okay, jetzt malen wir die Nägel an. So wird nichts verschüttet. Der Nagellack kommt direkt auf den Fingernagel. Wow, das ist ziemlich clever. Wow, die sehen fantastisch aus. Ich komme auf jeden Fall wieder. Oh, ich bin froh, das zu hören. Hier, das hast du dir verdient. Danke. Tschüss. Das muss ich mir für meine nächste Kundin merken. Hab ich gut geschlafen? Wie spät ist es? Oh nein, ich hab verpennt. Und ich habe keine Zeit mehr, die Haare zu machen. Woo! Ich muss mich beeilen. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich hoffe, das klappt. Wow, das wird ein schneller Wechsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Hey Leute, verpassen wir dir eine neue Frisur, Naomi? Mir wird ganz schwindelig. Sobald deine Haare verdreht sind, bringe ich sie in einem Dutt zusammen. Okay, du kannst jetzt stehen bleiben. Puh, jetzt müssen wir es nur feststecken. Das war's. Schnell, einfach und sieht toll aus. Wow, hab ich gut geschlafen. Oh, da ist mein Mitternachtssnack. Oh, ist das heute? Oh nein, ich bin spät dran. Jetzt aber schnell. Wow, meine Haare sind so fettig. Das sieht nicht gut aus. Und was riecht hier so? Ich sollte wohl mal wieder Haare waschen. Hey, wo bleibt das Wasser? Hallo, Wasser, wo steckst du denn? Oh, was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich das Talcumpuder benutzen. Das trage ich einfach auf meine Haare auf. Und reibe es gut ein. Das hat wunderbar funktioniert. Das Talcumpuder hat das Fett beseitigt. Meine Haare sehen wieder richtig wie frisch gewaschen aus. Nun bin ich bereit für den Fototermin. Gesundheit. Oh, ich muss los. Nicht mehr lange und wir sind fertig. Oh, hier ist es irgendwie unheimlich. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Beruhig dich, alles wird gut. Wie lange wird es noch dauern? Alles klar, du bist fertig. Oh, sie sieht so cool aus. Okay, ich schaff das auf jeden Fall. Sei mutig. Hey, wonach suchst du? Eine Sekunde. Kannst du das auf meinen Arm machen? Oh, sorry. Nö. Nein, aber warum? Lies die Schilder, du musst 21 sein. Sorry, ich mach nicht die Regeln. Oh, okay, na gut, dann gehe ich wieder. Das ist eine gute Idee. Hey, wer ist der Nächste? Das ist nicht fair. Ich war so mutig, dorthin zu gehen. Und jetzt verläuft dann noch mein Make-up. Heute war der schlimmste Tag. Sie war nicht mal nett zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, das gekauft zu haben. Warte, ich denke, das kann helfen. Ich muss noch eine Schablone machen. Okay, und jetzt auf den Arm, wo ich es hinhaben will. Jetzt zum Kleber. Ich verteile ihn einfach mit dem Pinsel. Fertig. Als nächstes Glitzer. Ich muss aufpassen, dass ich keine Stelle auslasse. Ich verteile es gut, damit es auch schön glatt wird. Genau so. Jetzt kommt die große Enthüllung. Das ist so süß. Nur noch den zusätzlichen Glitter wegpusten. Wow, das ist toll geworden. Davon brauche ich definitiv ein paar Bilder. Ich muss das auf jeden Fall auf Instagram posten. Oh nein, Mama kommt. Ich mache das lieber ab. Uff, das geht nicht ab. Oh, schau dich an. Tu mir einen Gefallen und räum hier auf.
Wird gemacht. Hab dich lieb, Mama. Puh, das war ganz schön knapp. Oh, diese neue Haarbürste ist fantastisch. Sie macht mein Haar so glänzend. Ich meine, schau dir diesen Haarschwung an. Fantastisch, oder? Absolut fantastisch. Perfekt. Ich bin bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Oh, Annis Haare sind so wunderschön. Ich wünschte, meine Haare wären auch so. Okay, sie ist weg. Ich benutze einfach ihre Bürste. Oh, das ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, ich nehme den Gummi wieder raus. Das ist nicht fair. Ich will, dass mein Haar fantastisch aussieht. Warte, ich denke, ich habe eine Idee. Das wird total gut klappen. Okay, zuerst binde ich die oberen Haare zusammen. Das muss fest sitzen. Okay, der Zopf ist fertig, also lege ich ihn aus dem Weg. Und nun binde ich den Rest meiner Haare zum Zopf, genau wie den oberen Teil meiner Haare. Ich möchte, dass er fest sitzt. Okay, und fertig. Nun zum nächsten Schritt. Der obere Zopf bedeckt den Gummi vom unteren. Kein seltsam stacheliger Pferdeschwanz mehr. Das sieht wie ein einziger Pferdeschwanz aus. Jetzt benutze ich nochmal Annis Bürste für maximalen Glanz. Wow, Eva, dein Haar sieht fantastisch aus. Danke, Anni. Schön und glänzend, genau wie deins. Wirklich toll gemacht, Eva. Ich weiß, dass sie meine Haarbürste benutzt hat, ohne zu fragen. Ich muss nur noch diese Aufgabe beenden, dann ist Mittagszeit. Wow, Anni sieht so gut aus. Wow, Anni, dein Haar ist so lockig. Danke, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Oh, Annis Haare sind spektakulär. Anni, das steht dir ganz ausgezeichnet. Oh, hör auf, jetzt fängst du an zu flirten. Mein Haar ist einfach nur langweilig und platt, wie immer. Hey, ich glaube, dieser Stift könnte mir helfen, das zu ändern. Ich wickle einfach die Haare drum und warte einen Moment. Tada! Das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt bin ich wieder total deprimiert. Oh, wir sollten lieber wieder lernen. Okay, ich versuche mitzuschreiben. Mist, mein Stift schreibt nicht. Ich werde ihn anpusten, das hilft meistens. Hey, hast du einen Stift, den ich mir leihen kann? Oh, sorry, das ist der einzige, den ich habe. Eva, kannst du mir einen Stift leihen? Oh, du siehst so traurig aus. Mein langweiliges Haar hat mich deprimiert. Oh, ist das alles? Ich kann dir helfen, Locken zu bekommen. Schau, zuerst nehme ich nur eine Strähne. Ich benutze zwei Finger und wickle deine Strähne um sie herum. Dann ziehe ich das Ende durch. Und ziehe es etwas nach unten, damit es fest sitzt. Das sieht so einfach aus. Ich kann es kaum erwarten, die Locken zu sehen. Halt, zieh es noch nicht raus. Du musst mindestens eine Minute warten. Okay, ich zähle die Zeit runter. Okay, jetzt löse ich es. Wow, ich kann nicht glauben, wie lockig sie sind. Jetzt habe ich einen Kopf voll lockiger Haare. Eva, das steht dir total gut. Danke, Anni. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Immer wieder gerne, Eva. Und jetzt zurück zum Flirt. Warte, wo ist er hin? Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Das passt einfach zusammen. Ohne mich hätte sie nicht diese Haare. Zeit, wieder zu glatten Haaren zu wechseln. Hm? Wo kommt diese Locke her? Oh, schau dir all diese dummen Wellen und Locken an. Werdet glatt, verdammt nochmal. Funktioniert das Glätteisen überhaupt? Hm, vielleicht ist es nicht heiß genug. Ich sollte es testen. Was? Das ist nicht mal warm. Kein Wunder, dass meine Haare nicht glatt werden. Oh hey, meine Aloe-Pflanze, das bringt mich auf eine Idee. Ich brauche nur einen Stängel der Aloe-Pflanze. Ich schneide das Ende ab und jetzt schneide ich es vorsichtig der Länge nach in zwei Hälften. Ganz langsam. Ich will mich nicht versehentlich schneiden.
Okay, ich habe das Ende erreicht. Ich nehme einfach die beiden Teile auseinander. Und jetzt brauche ich wieder das Messer für den nächsten Schritt. Ich mache Schnitte den ganzen Stängel entlang. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht ganz durchschneide. Erledigt! Jetzt sind beide Teile bereit und es geht los. Okay, die beiden Aloe-Hälften sind jetzt das Glätteisen. Ich ziehe sie langsam bis zu den Haarspitzen runter. Wow, schau dir all das Aloe-Gel an. Das ist auch gut, um Verbrennungen zu behandeln. Haarschwung! Au! Kaum zu glauben, dass ich mir den Kopf gestoßen habe. Okay, ich versuche es nochmal. Haarschwung! Jetzt, wo die Haare trocken sind, sind sie total glatt. Nimm das, kaputter Glätter. Ich habe dich nicht gebraucht. Ich und die Aloe haben einen tollen Job gemacht. Die Party ist mega. Oh, ist der süß. Hey, coole Tanzmoves. Oh mein Gott. Sein Ernst? Was hat die, was ich nicht habe? Sollte ich meine Haare mehr schütteln? Du tanzt richtig gut. Wieso funktioniert das nicht? Das ist unfair. Ich kann nichts dafür, dass meine Haare nicht länger sind. Alles in Ordnung? Was ist los? Ich hätte gern so lange Haare wie du. Das hier? Das liegt nur an der Frisur. Ich helfe dir. Zuerst kommt der Haargummi weg. Das obere Haar kommt in einen Zopf. Und hier oben ein kleines Pferdeschwänzchen. Dann ziehen wir die Seiten nach oben. Mit einem anderen Haargummi binden wir die Haare fest. Sitzt, wackelt und hat Luft. Dieser Look steht dir super. Und was sagst du? Wow, sind das wirklich meine Haare? Vielen Dank, du bist die Beste. Na los, lass uns tanzen. Hey, du bist ja zurück. Wow, das ist ja eine tolle Nacht. Schüttel dein Haar, Mädel. Wuhu! Mädels, seid bitte vorsichtig. Das Symbol, meine Liebe, Schatz. Oh, ich hätte auch gerne einen Freund. Dann würde ich auch Geschenke bekommen. Oh, noch ein Gedicht, was? Ja, so schön. Mir doch egal. Oh, hey. Hey, Augen auf mich bitte. Ich würde ihn so viel glücklicher machen. Oh, so hübsch. Oh. Ja. Hey. Ich bin nicht unsichtbar. Wow. Aha, ich bin ein Make-up-Profi. Oh, einfach fantastisch. Oh, dir gefällt Lippenstift, was? Das kann ich auch. Schau. Nimm zuerst eine Klinge, um den oberen Teil abzuschaben. Schiebe ihn dann ganz nach oben. Schneide nun an einer Seite entlang. So. Und jetzt auf der nächsten. Zum Schluss schneidest du hier ein kleines Dreieck aus. Glätte die Kanten mit der flachen Seite des Messers. Jetzt hast du einen Lippenstift in Herzform. Wuhu! Wer will etwas Liebe von mir? Ich weiß schon, wem ich meine Liebe gebe. Okay. Und? Ups. Hä? Oh nein, ich bin so ein Schussel. Warte, ich helfe dir. Was? Ich liebe dich. Ich meine, danke dir. Bitte sehr. Bin wieder da. Was ist das? Ein Herz? Nicht mit mir. Verzieh dich. Wollen wir zusammen zur Chemie laufen? Bis dann. Oh Mann. Aber hey, ich kann mit dir laufen. Dir gehört sowieso schon mein Herz. Und jetzt habe ich auch deines. Yay! 1, 2, 3. Wow, das war lang. Das Teil hat Wurzeln. Aber das wird sich für die Party heute Abend lohnen. Und mein Jake wird auch da sein. Seine süße Zahnspange. Hm, ich habe eine richtig gute Idee. Und es wird sicherlich ein Lächeln auf Jakes Gesicht zaubern. Ja, aber das erfordert etwas Arbeit. Füge noch ein paar Rückstecker hinzu und du bekommst eine Zahnspange. Wickle es nun einfach um deine Zähne.
Hallo, Zahnspange. Er wird es lieben. Ob Jake wohl schon hier ist? Oh, hey, was geht? Du siehst gut aus. Du bist die, die gut aussieht. Die Musik ist echt gut. Lass uns die ganze Nacht tanzen. Woohoo! Yeah, Hände nach oben. Diese Disco-Kugel ist echt robust. Gina, komm her. Was für ein Schrecken. Die Party ist wohl vorbei. Schon okay. Unsere Funken werden die Party beleuchten. Großartig. Tanzt weiter, Partypiepe. Das ist so toll. Die Lichter. Lächelt bitte weiter, okay? Viel besser. Ah, es gibt auch nichts über duftende Blumen. Ich bin zu Hause. Juhu. Oh-oh. Oh, Gina. Hi. Was geht? Wo sitze ich denn drauf? Stacys liebster Beauty-Blender? Nicht mein Problem. Du bist verdächtig leise. Alles okay? Psst, warum? Alles gut. Ich muss los. Wo willst du hin? Ach, egal. Zeit für mein Make-up. Wo ist mein Beauty-Blender? Komisch. Der muss doch hier irgendwo sein. Oh, da ist er ja. Gott sei Dank. Warum ist der kaputt? Gina! Hä? Ich muss geträumt haben. Zurück ins Land der Träume. Ich kann's echt nicht glauben. Sie hat all ihre Sachen dagelassen? Das gibt mir Hoffnung. Wusstest du, dass du Zahnpasta verwenden kannst, um deinen Blender zusammenzuhalten? Gib einfach alles in eine Plastiktüte und füge etwas Wasser hinzu. Verschließe es dann und sieh zu, wie sie ihre Wirkung entfaltet. Oh, ich habe ein gutes Gefühl. Tada! Er ist wieder ganz. Perfekt. Was funktioniert und was funktioniert nicht? Kommentiere unten und lass es uns wissen. Mal bürsten macht mein Haar super glänzend. Ist das ein Haar? Ew! Anni, überall fliegen deine Haare rum. Ach, das sind doch nur Haare. Was soll ich machen? Nicht bürsten? Da steckt etwas in meinem Hals. Keine Absicht. Anni, das ist deine Schuld. Ich kann nicht glauben, dass sie weggerannt ist. So eklig. Gleich bin ich fertig mit den Lockenwicklern. Der letzte aufgerollt und festgesteckt. Fertig, das wird toll aussehen. Zeit für meinen Schönheitsschlaf. Ich kann es kaum erwarten, morgen fantastische Locken zu haben. Ich muss nur einschlafen. Autsch, das ist unbequem. Okay, ich schlafe auf der Seite. Das wird besser sein. Oh, das ist überhaupt nicht besser. Okay, die andere Seite wird funktionieren. Aus dem Weg, ihr Lockenwickler. Ich will einfach nur schlafen und mit lockigem Haar aufwachen. Weißt du was? Vergiss es. Ich nehme all die Lockenwickler wieder raus. Ich fürchte, ich bin dazu verdammt, glatte Haare zu haben. Das ist unfair. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, zuerst drehe ich meine Haare ein. Dann lege ich sie so über meinen Kopf. Jetzt einfach mit einer Spange festmachen. Perfekt, das hält sicher. Yep, das funktioniert großartig. Okay, jetzt verdrehe ich die andere Hälfte meiner Haare und lege sie rüber auf die andere Seite. Noch eine Spange und fertig. Ausgezeichnet, jetzt bin ich bereit für einen zweiten Einschlafversuch. Ah, viel bequemer. Sogar auf der Seite ist es gemütlich. Schlafenszeit. Was für eine gute Nacht. Oh, stimmt, meine Haare. Ich mache sie auf. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Okay, ich schüttle sie einfach mal durch und... Voila, es hat total gut funktioniert. Schau dir diese Wellen und Locken an. Es war auch so viel einfacher als mit den Lockenwicklern. Ich liebe es.
Yay für einen tollen Haartag. Und seitliche Beuge nach rechts. Und seitliche Beuge nach links. Ugh. Meine Haare kommen mir ständig ins Gesicht. Berührt den Boden. Ih, mein Haar ist schmutzig vom Boden. So eklig. Ich muss duschen. Aber ich falle mit dem Training zurück. Au, was zum Teufel? Der Typ ist gerade auf meinen Haaren rumgetrampelt. Oh, sieht so aus, als hätte Anni wieder Haarprobleme. Psst, hey, Anni, ich habe eine Lösung für dich. Steck dein Haar einfach so zurück. Das ist super süß, aber ich weiß nicht wie. Zeigst du es mir bitte? Klar, bring zuerst deine Haare nach hinten. Dann trenne eine Strähne so ab und... Was macht sie da hinten eigentlich? Und dann drehe ich es wieder um. So. Und dann noch einmal, damit es eng ist. Und fertig. Jetzt bleiben sie zusammen. Nur ein wenig straff ziehen und schon kann's losgehen. Vielen, vielen Dank, Eva. Yes, meine Haare sind mir nicht mehr im Weg. Sind Sie bereit für den großen Test? Denke schon. Und ich berühre den Boden nur mit meinen Händen, nicht mit meinen Haaren. Wow, danke, Eva. Lass uns das machen. Wir alle kennen diese Bad Hair Days, aber mit diesen tollen Hacks wirst du aussehen, als kämst du direkt vom Friseur. Was sind deine besten Haartipps? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal für weitere lustige Videos wie dieses zu abonnieren. Wartet, wartet, ihr könnt alle einen Blick auf meine fabelhafte neue Handyhülle werfen. Ich verrate euch sogar, wie ich sie gemacht habe. Oder vielmehr, warum ich sie gemacht habe. Den benutze ich später. Geht's zum Matheunterricht da lang? Wow! Nasser Boden! Oh Mann! Phew! Nein! Oh Mann! Mein Handy! Die Hülle ist total ruiniert. Ich glaube nicht, dass das wieder abgeht. Was für ein Pech. Aber eigentlich ist das ganz cool. Nagellack kann mehr als nur Nägel lackieren. Gieß etwas ins Wasser, mach eine Zickzack-Bewegung. Und siehst du, wie es schwimmt? Tauch die Hülle dann einfach ein und dann wackele ein bisschen hin und her. Sieh dir das an, es ist auch perfekt getrocknet. Wirklich einzigartig. Und so wird's gemacht, Leute. Hey, pass doch auf! Sorry, kannst du es mal lesen? Ah, ja, denke schon. Oh, das kann ich ja kaum fassen! Hey, fang! Ich krieg's nicht! Es entkommt mir! Wir tauschen Notizen aus, huh? Das gehört jetzt mir. Nun wird Kevin nie erfahren, dass ich ihn liebe. Aber vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Seht ihr dieses normale Notizbuch? Es wird gleich zu einem geheimen Nachrichtenübermittler. Keine Sorge, es gibt einen Grund für all diese Farben. Aber zuerst beklebe ich alles. Sobald das Klebeband drauf ist, kannst du die schwarze Farbe auftragen. Verwende eine Rolle oder einen Pinsel. Achte nur darauf, dass sie schön dick aufgetragen wird. Fast fertig. Sobald sie getrocknet ist, ritzt du mit einer Spitze ein, was du schreiben möchtest. In diesem Fall eine Liebesbotschaft. So hübsch. Kevin! Danke, aber wozu brauche ich das? Hä? Schau doch mal auf die Vorderseite, Dummerchen. Sie liebt mich? Na, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mein Herz klopft wie verrückt. Hier hast du dein Notizbuch zurück.
Hey! Was? Das ist nur mein Notizbuch, sehen Sie? Ich denke, das ist okay. Puh, das war knapp. Gibt's irgendwas Besseres als einen großen Hotdog mit Ketchup? Das reicht mir schon. Ich nehme das, danke. Ja, genau, eine dicke Schicht muss drauf. Oh, ekelig. Nun, wo war ich? Es ist soweit. Komm zu Mama. Was war das? Mein Shirt. Wie konntest du das nur tun? Das war ein Unfall. Lass mich das in Ordnung bringen. Nein, nicht weinen. Ich weiß nicht. Aha. Ich bring das in Ordnung. Okay, probieren wir es mal. Siehst du, wie der Stift im Wasser ausläuft? Und hier kommt die Sprühflasche ins Spiel. Bereit? Dieses Shirt bekommt ein Makeover. Drehe es mit einer Gabel so ein. Und dann bündle es mit deinen Händen. Befestige es dann mit Gummibändern. Und besprühe es mit dem gefärbten Wasser. Nutze verschiedene Farben, um es interessant zu machen. Mache jeden Abschnitt andersfarbig. Sieht fertig aus. Und siehe da, dein fertiges Meisterwerk. Das sieht ja noch viel besser aus als vorher. Man sieht nicht mal mehr den Ketchupfleck. Hab dich lieb, beste Freundin. Das war die ganze Zeit mein Plan. Hallo, bitte häng deine Jacke dort drüben auf. Und hier, das ist für... Oh nein! Oh nein, das sieht schrecklich aus. Oh, meine Hände sind so trocken. Das ist so peinlich. Was ist, wenn ich heute Abend einen Antrag bekomme? Auf keinen Fall dürfen meine Hände so aussehen. Ich muss etwas dagegen tun. Handschuhe, das ist die einfachste Lösung. Hier für dich. Dein Tisch ist dort drüben. Puh, ich bin so nervös. Auf geht's. Da bist du ja. Du siehst so hübsch aus. Ich habe dir schon einen Drink bestellt. Komm, ich helfe dir mit den Handschuhen. Nein, das ist in Ordnung. Meine Hände sind kalt. Aber ich möchte deine Hand küssen. Oh nein, er hat den Handschuh abbekommen. Oh, was ist denn mit deiner Hand los? Nimm sie einfach wieder zurück. Mach dir keine Sorgen deswegen. Wir haben alle manchmal trockene Haut. Hey, und ich denke, ich kann dir helfen. Schau mal da drüben, da steht eine Aloe. Glaubst du wirklich, dass sie helfen kann? Okay, ich schätze, ich probier's mal. Zuerst zerkleinere ich etwas Aloe Vera. Dann gebe ich etwas Honig dazu. Honig und Aloe haben beide heilende Eigenschaften. Zeit, einen Stössel zu benutzen, um sie zu vermischen. Es ist auch ziemlich entspannend. Ich will all das gute Zeug aus der Aloe Vera haben. Jetzt kann ich mir damit die Hände einreiben. Wow, meine Hände sind geschmeidig. Jetzt kannst du wieder meine Hand nehmen. Ich bin entzückt. Warte, noch eine Sache. Oh mein Gott, ist es das? Es ist hier irgendwo. Puh, mir ist ziemlich heiß geworden. Na, ich bin froh, dass es uns beiden besser geht. Ich mache nur einen kurzen Telefoncheck. Oh, jemand ruft mich an. Ach, so süß. Ich könnte mein Handy umarmen. Klar, du kannst dir was ausmalen. Das schwarze Kleid mit den Trägern, oder?
Oh, sie hat ihre Schminktasche dort drüben vergessen. Das ist meine Chance. Joink, schnell weg. Da ist er. Oh mein Gott, ich muss etwas unternehmen. Wo ist er? Hier, das wird definitiv funktionieren. Okay, gut, sie sehen zum Knutschen aus. Ich mache auch lieber meine Haare auf und schüttle sie. Wah, sie kleben an meinen Lippen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht genug. Soll ich das auch benutzen? Yep, ich denke schon. Nur ein kleines bisschen. Es ist so leicht. Einfach vorsichtig auf meine Lippen streichen. Erledigt. Jetzt kann ich es wegpacken. Das ist meine Chance. Oh, wow. Deine Lippen. Ja, wir werden uns küssen. Hey, hört sofort auf. Du hast mein Make-up genommen. Komm wieder her. Uah, Mädchen sind unheimlich. Süßigkeiten, ich liebe euch. Es muss hier irgendwo sein. Hier drin? Nein, vielleicht hier? Nope. Ach komm, leckeres Marshmallow. Bereit, meinen Magen kennenzulernen? Hä? Es ist verschwunden. Aber egal, es gibt ja noch mehr. Was passiert hier? Das wird gehen. Oh, sorry. Ich habe ein Date und ich kann mein Make-up nicht finden. Also benutze ich Süßigkeiten. Aber wie willst du? Das brauche ich. Und ich brauche noch mehr Dinge. Ah, das wird gehen. Das ist zu weird. Ich mache mich vom Acker. Rote Beete. Genau, was ich brauche. Okay, dann fange ich mal an. Ich beginne mit dem Puddingpulver. Ich gebe das Pulver in eine Schüssel mit etwas Mehl und Wasser. Verrühre es so lange, bis es eine Paste wird. Genauso will ich das. Dieser Marshmallow ist ein super Pinsel. Ich dippe es in den Pulvermix und verteile es auf meinem Gesicht. Eine Foundation, die gut aussieht und lecker schmeckt. Als nächstes, oh, ich weiß, leckerer Kakao. Ich brauche noch einen Pinsel. Ich verteile das über die Foundation. Und jetzt auf der anderen Seite. Das ist besser als mein normales Make-up. Oh, meine Augenbrauen. Die brauchen definitiv etwas. Dafür benutze ich noch mehr Kakao und ein bisschen Wasser. Dieser Zahnstocher ist praktisch. Und jetzt vorsichtig die Augenbrauen anmalen. Wer braucht schon teures Make-up? Perfekt. Und jetzt machen wir es noch heißer mit etwas Kurkuma. Ein Spritzer Olivenöl. Einfach verteilen. Und ich habe den allertollsten selbstgemachten Lidschatten. Ich liebe diese Farbe. Wow. Und jetzt die rote Beete. Damit meine Wangen etwas Farbe bekommen. Ein gesundes Rouge. Diese Skittles sind genau, was ich noch brauche. Anstatt sie zu essen, mache ich daraus Lippenstift. So, ich glaube, ich bin fertig. Eine letzte Sache. Zeit für mein Date. Du siehst wunderschön aus. Darf ich dich küssen? Ich dachte schon, du fragst nie. Holt euch ein Zimmer, ihr zwei. Du bist so ein guter Küsser. Tut mir leid, er ist einfach nur sehr lieb. Er sollte seine Zähne putzen. Sein Atem, pfui. Es heißt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Aber ein bisschen Make-up schadet doch nicht, oder? Vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren für noch mehr lustige Challenges, genau wie die. Warte mal. Hi, ich möchte zur Party. Komm rein. Hey, viel Spaß heute Abend. Darf ich auch rein? Nicht so schnell. Für die Party musst du funkeln. Und das tust du nicht. Was? Aber ich mag mein Outfit. Schätze, ich gehe heute nicht zur Party.
Oh, schau her. Ich habe eine Idee. Zeit für eine kleine Ablenkung. Wenn sie Glitzer will, dann bekommt sie den auch. Oh, was ist das? Klammheimlich. Ich muss nur schnell sein. Hey, was machst du da? Verschwinde! Ganz schön frech. Aber ich habe einen neuen Ring. Was soll's? Psst. Hey, hier drüben. Wer bist du? Schau dir das an. Wow, das ist ja eine riesige Auswahl. Aber ich nehme nur die. Die kosten aber. Danke, mysteriöser Fremder. Du hast mich nie gesehen. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Ich mache mir die Edelsteine ins Haar. Das geht ganz einfach. Und ich bekomme mehr Glanz. Ich klicke einfach auf das Styling-Tool und die Edelsteine haften an meinem Haar. Wow! Wuhu, ich liebe diesen Song. Wow, du funkelst aber. Ich weiß, es ist fantastisch. Wow, du passt perfekt hierher. Danke, mir gefällt ihr Style. Ich liebe diesen Lidschatten so sehr. Oh, Mann, bin ich müde. Gleich geht die Stunde los. Oh, hey. Ich dachte, du wärst ein Geist. Sehr lustig. Du bist irgendwie bleich. Ach was, ich sehe immer so aus. Sie braucht meine Hilfe. Ich habe doch bestimmt hier was für sie dabei. Aha, der wird nützlich sein. Oh, eingeschlafen. Hey, wach auf. Was ist denn? Hier für dich. Kleber? Wow, wie lieb von dir. Drück mal drauf. Okay, aber ich weiß, wie Kleber aussieht. Hä? Was ist das denn? Ist das Make-up? Ist das eine Art Zauberei? Hier. Nimm das. Für etwas Farbe im Gesicht. Okay, aber ich bin verwirrt. Nimm eine leere und saubere Kleberflasche und entferne den Deckel. Und dann füllst du deine Lieblingsfoundation hinein. Fertig, dann kommt der Deckel oben drauf. Ein Notfallfläschchen mit Foundation. Ah, schon kapiert. Danke. Kein Problem. Das ist so viel besser. Wie sehe ich aus? Sehr gut. Danke dir. Doremi. Alles klar, ich bin bereit. Oh, stimmt. Natürlich. Ich brauche nicht so viel Make-up. Ich sehe schon natürlich hübsch aus. Das sehe ich. Wie wär's mit etwas Lippenstift? Oh, Moment. Ich habe einen Anruf. Echt jetzt? Hallo? Machst du Witze? Was hat er getan? Bin schon unterwegs. It's Showtime. Wir müssen los. Oh, ja, natürlich. Warte, so kann ich doch nicht raus. Was mache ich denn nur? Hey, Make-up-Lady? Komm zurück. Das ist eine Katastrophe. Na los. Wie schwer kann das schon sein? So weit, so gut. Wem will ich hier was vormachen? Ich sehe doch aus wie ein Clown. Okay, versuchen wir es mal anders. Ich hoffe, das klappt. Diese Yogastunden haben sich wirklich gelohnt. Ja, ich weiß. Ich hole sie jetzt. Das ist nicht, wonach es aussieht. Was zur... Wir brauchen hier wahrscheinlich noch etwas länger. Ich versuche mich nur zu schminken. Wow, so aber nicht. Es muss doch was geben, was wir tun können. Na toll, mir hängt ein Faden aus dem Ärmel. Moment, warte mal. Vielleicht können wir ihn benutzen. Einen Versuch ist es wert. Was tust du da? Ich reibe den Faden über den Lippenstift, damit der Faden damit bedeckt ist. Jetzt ziehe ich eine Kontur um deine Lippen. Und noch die Unterlippe.
Und dann malen wir die Lippen aus. So, fertig. Wow, das sieht toll aus. Ich sehe aus wie auf dem Poster. Perfekt. Was soll das heißen? Die Show hat begonnen. Mindy ist bei mir. Los, beweg dich. Komm, komm, komm. Dann mal los. Perfekt, die Luft ist rein. Genau wie geplant. Hey, bist du da? Pünktlich wie ein Uhrwerk. Nicht bewegen. Nice. Wie sehe ich aus? Wunderbar. So ist es viel besser. So eine doofe Regel. Das Schild kann doch weg. Gut aufpassen. Das hier braucht ihr für den Test. Ich hasse Mathe. Hm, die Lehrerin ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Wo ist es? Mathe ist spannend, hm? Na los. Hab ich dich. Ashley. Hi. Was machst du da? Ich? Gar nicht. Hm, ich hab dich im Auge. Puh, das war knapp. Ich muss mich beeilen. Nope, das ist es nicht. Aha, niemand wird was bemerken. Ashley. Hände auf den Tisch. Okay, zufrieden? Kein Unfug mehr. Boah, die ist aber mies drauf. Aber sie hat nichts über meine Füße gesagt. Zum Glück mache ich Yoga. Gleich bin ich da. Das ist tricky. Oh nein. Schon wieder, Ashley. Ich hör zu. Okay. Das war knapp. Wenigstens habe ich mein Make-up. Hey, die Stiftbox bringt mich auf eine Idee. Das wird gut. Nimm den Deckel ab und die Stifte heraus. Dann gib Kleber auf die Spitze eines kleinen Stifts. Dann kommt der Stift in den Deckel. Dasselbe machst du mit den anderen Stiften. Mach weiter, bis der Deckel voll ist. Dann versteckst du dein Make-up darin. Es kommt nur rein, was wichtig ist. Und Deckel obendrauf? Meine Make-up-Box für die Schule. Keiner wird mich erwischen. Hey, ist das Make-up? Darin ist alles, was ich brauche. Genau das Richtige für einen schnellen Look. Echt genial, oder? Eine coole Idee. Hey, bist du fertig? Wir müssen los. Hast du mich gehört? Alles okay bei dir? Ist es so schlimm? Keine Sorge, ich helfe dir. Ich brauche nur etwas Make-up-Entferner und Wattepads. Jetzt bist du bereit fürs Make-up. Zunächst zeichne ich Linien mit heller Foundation. Dann folgen noch mehr Linien. Etwa so. Jetzt kommt dunkle Foundation hinzu. Die trägst du in jedes zweite Kästchen auf. Den Rest füllst du mit heller Foundation auf. Jemand Lust auf Schach? Die Foundation wird mit dem Make-up-Schwamm verblendet. So entsteht ein gleichmäßiger Ton. Gleich fertig! Gefällt's dir? Wow, das ist viel besser als vorher. Danke, jetzt kann's losgehen. Ich gewinne den Wettbewerb. Meine Frisur ist spitze. Wie du meinst? Entschuldige mich. Hm, dieses Kleid wird toll an mir aussehen. Wow, sie hat keinen Geschmack. Ein Jammer, wenn die Make-up-Pinsel verschwinden würden. Naja, dann gibt es heute den natürlichen Look für sie. Schönes Kleid. Danke für das Kompliment. Wo sind die Make-up-Pinsel? Ich könnte schwören, dass sie hier lagen. Womit schminke ich mich jetzt? Eine Zahnbürste? Ist einen Versuch wert. Du brauchst Lidschatten und ein Glas Wasser. Nimm eine unbenutzte Zahnbürste und befeuchte sie. Nimm etwas Lidschatten, streiche über die Borsten und bespritze so dein Gesicht. Keine Sorge, das wird gut aussehen. Nimm mehrere Farben für einen intensiven Effekt. Überschüssige Spritzer entfernen. Ein toller Look. Hey, Hübsche. Willkommen, liebes Publikum. Möge die Show beginnen. Hm, überzeugt mich nicht. Hi. Atemberaubend. Ihr Look gewinnt. Wie ist das möglich? Oh, vielen Dank.
Moment, der Look ist fertig. Dieses Zimmer ist ein Saustall. Sei nicht zu faul und räum dein Zimmer auf. Das mache ich später. Bis dann. Wie bitte? Hey, komm zurück. Immer muss ich putzen. Wie ekelhaft. Fein, dann räume ich halt alles auf. Wofür braucht sie die alle? Hört das denn nie auf? Auf dem Boden geht's weiter. Unfassbar. Wie kann man nur so viele Schwämme besitzen? Echt jetzt? Hier unten auch? Das dürften aber alle sein. Ach, mein Rücken. Ich bin zu alt dafür. Die Kleidung räume ich auch gleich mit auf. Im Ernst? Ich muss mit ihr reden. Rein mit euch. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Zum Glück gibt's Waschmaschinen. Damit werden die Schwämme im Nu sauber. Die Schwämme kommen in einen Eimer oder ein Waschbecken. Füge einen Esslöffel Waschmittel hinzu. Jetzt gieß Wasser darüber. Es schäumt schon auf. Scheint zu funktionieren. Wenn die Schwämme sauber sind, gieße das Wasser aus. Mit sauberem Wasser spülst du das restliche Waschmittel aus. Drücke die Schwämme gut aus. Jetzt sind sie sauber. Das hat gut funktioniert und Zeit gespart. Oh, fast vergessen. Ihr kommt in den Schrank. Was? Was ist passiert? Mickey! Mann, ist mir langweilig. Was? Niemals. Soll ich? Oder soll ich nicht? Ich sollte. Was? Nix drin? Kein Geld? Und jetzt? Na, dann scrolle ich eben weiter. Ach, ich bin so müde. Ich sollte einfach ins Bett gehen. Aber so ein Mist mit meinen Augenbrauen. Vielleicht kann ich doch noch was tun. Warte mal. Was, wenn ich... Ja, ich denke, das könnte klappen. Ich muss sie schön einseifen. Gut, jetzt meine Brauen durchbürsten. Ja, sie wird schön geformt. Auf zur nächsten. Wow, das hat super funktioniert. Niemals. Ihre Augenbrauen sind unglaublich. Da bin ich, bereit für die Schule. Oh, wow. Sie ist so hübsch. Niemals. Schau dir ihre Augenbrauen an. Okay, ich sollte auch meine Brauen zähmen. Ah, das war eine. Oh, wow. Sie ist so hübsch. Diese Pose ist schwierig. Ruhig. Ah, so ist es gut. Hä? Eine Nachricht? Oh nein! Autsch, Mann, tut das weh. Was steht in der Nachricht? Oh, eine Pink-Party. Das klingt voll cool. Was ziehe ich bloß an? Oh, ich hab's. Nice. Dieses Kleid wollte ich schon so lange mal anziehen. Aber für die Pink Party sollte ich mich auch schminken. Ich male eine Linie und verblende sie nach oben. Und am Nasenrücken verblende ich sie auch. Natürlich darf pinkes Glitzer nicht fehlen. Hier kommt ein Glitzerstein hin. Und noch mehr Glitzersteine in Pink und Weiß. Pinke Wimpern dürfen auch nicht fehlen. Genauso wenig wie pinkes Rouge. Jetzt sind meine Haare dran. Mit einem Klecks Kleber bringe ich einen Glitzerstein an. Schon viel besser. So viele Glitzersteine. Natürlich trage ich pinken Lippenstift auf. Perfekt. Ein atemberaubender Look. Das hat ja richtig Spaß gemacht.
So werde ich jedem die Show stehlen. Oh, mein Taxi ist da. Dann mal los. Oh hey, da bist du ja wieder. Warst du etwa shoppen? Klar, zieh dir das rein. Alter, was ist das denn? Voll schräg. Was meinst du mit schräg? Die Brille ist cool. Was ist denn mit dir passiert? Ich hab dir doch gesagt, dass die Brille cool ist. Tada! Hey, darf ich sie auch mal anziehen? Ich bin so gespannt. Oh, du leuchtest ja voll. Und was sagst du? Bin ich dir pink genug? Pink High Five! Wow! Waren wir das? Yes! Wir haben pinke Superkräfte. An mir kommt kein Schmutz vorbei. Man wird hier nie fertig mit dem Putzen. Wie kommt der denn dahin? Das ist inakzeptabel. Deine Tage hier unten sind gezählt. Das ist ganz schön viel Kaugummi. Und so klebrig. Ich frag mich, wem der gehört. Kevin hat blondes Haar. Ich weiß nicht. Was ist mit ihr? Nee, ihr Haar ist zu dunkel. Das würde keinen Sinn ergeben. Und was ist mit dem Mädchen? Das könnte definitiv ein Match sein. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich glaube, wir haben eine Übereinstimmung, Leute. Und was mache ich jetzt damit? Ich brauche etwas Hilfe. Oh, Mann! Siehst du diese Kugel aus Knete? Sieht ein bisschen aus wie Kaugummi, oder? Gib etwas Kleber drauf. Und klebe einen kleinen Magneten drauf. Ich habe ganz viele davon gemacht. Ha! Das sollte ihr eine Lektion erteilen. Ah, das darf ich nicht verpassen. Ah, heute ist ein harter Tag. Ist das abgekauter Kaugummi? Wer macht denn sowas? Das ist Knete. Das war Gabi. Oh, hey, was ist denn hier los? Weißt du irgendwas darüber? Tja, eine Kostprobe deiner eigenen Waffen. Oder besser gesagt Kaugummi. Ist das meiner? Ups, tut mir leid. Frieden. Okay, alles verziehen. Dann lass uns den teilen. Ich sagte teilen. Scheint so, als hätte ich einen Platz in der ersten Reihe. Ist Kevin nicht ein traumhafter Typ? Okay, das ist mein Moment. Hey, hallo, Kevin. Was liest du denn da? Kevin, warte auf mich. Das Buch ist ziemlich gut, oder? Ich spreche aus Erfahrung. Buchzwillinge! Ja, ich rutsch einfach hier rüber. Mag er mich etwa nicht? Hoffentlich sehen meine Haare noch gut aus. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Gemeinsamkeiten. Zeit für ein kleines Makeover. Siehst du diesen Marker? Benutze die Tinte, um die Haarmaske zu färben. Und dann richtig gut durchmischen. Und schon ist es fertig. Du kannst das mit mehreren Farben machen. Trage es mit Handschuhen auf eine Haarsträhne auf. Und wickle sie dann in Folie ein. Mach das mit so vielen Strähnen, wie du möchtest. Und jetzt warten wir. Bereit für die große Enthüllung? So cool! Kein Friseur erforderlich. Das ist fabelhaft. Yep. Hey, du hast deine Haare gefärbt.
Ich glaube, wir haben mehr gemeinsam, als ich dachte. Etwas Haarspray bedeckt deine Augen. Und mein Meisterwerk ist fertig. Was sagst du? Ist, mal was anderes. Also gut anders oder schlecht anders. Was hast du dir dabei gedacht? Keine Sorge, ich rette das. Jeder liebt Rosen. Tada! Dein Ernst? Ich sehe aus wie eine irre Hexe. Aber das ist mein Markenzeichen. Oh, was mache ich denn jetzt? Was kann ich benutzen? Diese Haarklammer vielleicht? Ich habe eine Idee. Zuerst binde ich mir einen Pferdeschwanz. Und dann ziehe ich den Haargummi etwas nach unten. Ich teile das Haar und ziehe den Zopf hindurch. Die Haarklammer fixiert das Haar. Wow, passt gut und war kinderleicht. Wow, wie hast du das denn gemacht? Das reicht. Ich gebe auf. Ich mach die Fliege. Hä? Was hat sie denn? War doch nur eine Haarklammer. Was für ein tolles Workout. Oh, das brennt. Warum tut Sport so weh? Okay, Ausfallschritt. Ich hasse das. Entschuldigung? Du stehst im Weg. Dein Ernst? Wow. Was machst du da? Hast du ein Problem? Nein, mach einfach weiter. Mir egal. Das ist so witzig. Schau dir dein Haar an. Ich liebe es. Redest du von mir? Was soll mit meinen Haaren sein? Etwas durcheinander. Okay, sehr durcheinander. Ich muss es zusammenbinden. Oh, ich brauche diese Schnürsenkel. Zeit, mich anzuschleichen. Puh, ich brauche eine Pause. Und was zum Trinken. Ich bin wie ein Ninja. Sie wird nichts bemerken. Jetzt aber schnell. Ah, schon besser. Fast geschafft. Das perfekte Verbrechen. Ich ziehe den Schnürsenkel durch meinen geflochtenen Zopf. Und das gleiche auf der anderen Seite. Als würde man Sneakers schnüren. Ich arbeite mich durch das Haar und trage das Haar hinten offen. Ganz und gar nicht mehr durcheinander. Und weiter geht das Workout. Okay, weiter geht's. Wow, ihre Haare sehen toll aus. Ich muss durchhalten. Hübscher als meines. Ich bin beeindruckt. Wow, ouch. Okay, das tat weh. Ha, du bist direkt aufs Gesicht gefallen. Hat das Spaß gemacht? Ich hasse Putzen. Warum muss alles so staubig sein? Das dauert ewig. Es muss doch einen einfacheren Weg geben, den Boden zu putzen. Puh, meine Haare hängen im Gesicht. Uah. Der Fluch von langen Haaren. Ich kann nicht mal sehen, was ich mache. Uah. Ich brauche eine Putzfrau oder einen Saugroboter. Oh oh. Hey, gib die wieder her. Hör auf, meine Haare zu essen. Lass los. Okay, das reicht. Ich muss was unternehmen. Oh, eine Schere. Genau das Richtige. Ihr wolltet es nicht anders. Moment. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Ich könnte stattdessen diese Haargummis verwenden. Scheint mir die bessere Idee. Ich trenne vorne zwei Strähnen ab. Und binde sie unter meinem Kinn zusammen. So. Jetzt brauche ich noch einen Haargummi. Nun nehme ich diese Haarsträhne. Und binde sie auch zusammen. Diesen Haargummi platziere ich etwas unterhalb. Das sieht gut aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich will einen Gittereffekt erzeugen. Hm, jetzt weiß ich, wie ich mit Bart aussehen würde. Okay, fast fertig. Jetzt binde ich die Haare unten zusammen. Ich muss nur sicher gehen, dass alles fest sitzt. Ich bin echt froh um diesen Einfall, statt meine Haare abzuschneiden. Aber eines muss ich noch tun. Ich lege es einfach auf meinen Hinterkopf. Wow, das ist perfekt. Jetzt sind meine Haare nicht mehr im Weg. Schätze, es ist wieder Zeit zum Putzen.
wenn jemand fragt. Ich liege den ganzen Tag draußen am Pool. Was? Hier. Danke, Betty, aber ich bekomme nie Sonnenbrand. Ich bleibe bei der Klimaanlage. Danke. Es sind echt 1000 Grad draußen. Aber der Pool war so erfrischend. Mein Gesicht juckt. Wow! Seit wann habe ich Sommersprossen? Das ist doch kein Problem. Keine Sorge, Süße. Ich helfe dir. Manche Leute mögen Sommersprossen total. Man kann sie sogar mit Absicht erzeugen. Die sehen total echt aus, oder? Jetzt bin ich auch von der Sonne geküsst. Wie sehe ich aus? Die sehen aus wie meine. Du mundest mich einfach immer auf. Es ist Sommer. Was bedeutet, dass Achselhaare verschwinden müssen? Oh, ich mach mir gleich in die Hose. Auf! Betty, wo ist deine Augenbraue? Ich habe sie versehentlich abrasiert. Das war ein Unfall, okay? Leg den Rasierer ab, Betty. Bitte. Stopp! Was? Kannst du nicht sehen, wie scheußlich das aussieht? Lass mich kurz nachdenken. Dieser Löffel hat die perfekte Kurve. Ich kann damit eine Augenbraue formen. Ich folge der Linie, siehst du? Und dann muss ich es nur ausfüllen. Das funktioniert echt gut. Du wirst nicht mal merken, dass sie weg war. Schau es dir an. Lass mal sehen. Du bist wohl ein Schminkexperte, Lilly. Oh Mann, das war knapp. Wie buchstabiert man Renaissance nochmal? Ah, okay, Konzentration. Meine Hand wird ganz müde. Wie heiße ich nochmal? Komm schon. Hä? Was? Das ist wahre Folter. Ich ruhe mich nur ganz kurz. Oh. Wer hat das Licht eingeschaltet? Moment mal, ist das Tageslicht? Ja, ich bin echt eingeschlafen. Wer ist die Hexe in meinem Spiegelbild? Ich kann so doch nicht in die Schule. Nachtschichten sind schrecklich. Was riecht hier so gut? Hier ist was, was ich brauche. Und zwar jetzt. Ja. Hey, da ist nicht für dich. Warst du wieder die ganze Nacht wach? Mein Opfer, um eine Eins zu bekommen. Ich mache einfach meinen eigenen. Ein frisches Glas Honig? Vielleicht ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Zuerst schmierst du die Zutaten in einer Schüssel. Nimm einfach einen Löffel Kaffeepulver. Und etwas Honig. Lass den Honig vom Löffel tropfen. Direkt auf das Kaffeepulver. Und gib etwas Wasser hinzu. Die Zutaten sollten sich vermischen. Nimm ein Wattepad und schneide es durch. Gib es nun vorsichtig in die Schüssel. Sie sollten sich schön vollsaugen. Lege die guten Stücke dann einfach unter deine Augen. Das Koffein wirkt Wunder bei geschwollenen Augen. Und nun warten. Schön sein erfordert so viel Arbeit. Und ich so, Lilly? Ich rufe dich zurück. Lilly? Du bist auf der Küchentheke eingeschlafen. Was? Deine Augen? Was immer du getan hast, hat Wunder bewirkt. Ja! Kaffee ist einfach das Beste. Wow. Wie schwer kann das schon sein? Es ist nur ein Lippenstift.
Schön langsam. Bei anderen sieht das immer so einfach aus. Das läuft nicht so gut. Das ist zwecklos. Die perfekten Lippen, wie immer. Wow, sie sieht echt gut aus. Ich brauche ihre Hilfe. Hi, Gabby. Du hast da etwas in deinem Gesicht. Nimm das. Danke. Lippenstift muss nicht schwer sein. Sieh her. Nimm deine Lieblingsfarbe. Male eine Linie in der Mitte deiner Lippen. Und verteile es so auf deinen Lippen. Ist das dein Ernst? Vertrau mir. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, das ist echt cool. Wünsch mir Glück. Eine Linie malen und dann mit den Lippen verteilen. Genau so. Das ist lustig. Wow, es hat funktioniert. Gut gemacht. Ich gewinne den Wettbewerb. Meine Frisur ist spitze. Wie du meinst. Entschuldige mich. Dieses Kleid wird toll an mir aussehen. Wow, sie hat keinen Geschmack. Ein Jammer, wenn die Make-up-Pinsel verschwinden würden. Naja, dann gibt es heute den natürlichen Look für sie. Schönes Kleid. Danke für das Kompliment. Wo sind die Make-up-Pinsel? Ich könnte schwören, dass sie hier lagen. Womit schminke ich mich jetzt? Eine Zahnbürste? Ist einen Versuch wert. Du brauchst Lidschatten und ein Glas Wasser. Nimm eine unbenutzte Zahnbürste und befeuchte sie. Nimm etwas Lidschatten, streiche über die Borsten und bespritze so dein Gesicht. Keine Sorge, das wird gut aussehen. Nimm mehrere Farben für einen intensiven Effekt. Überschüssige Spritzer entfernen. Ein toller Look. Hey, Hübsche! Willkommen, liebes Publikum. Möge die Show beginnen. Überzeugt mich nicht. Hi. Atemberaubend. Ihr Look gewinnt. Wie ist das möglich? Oh, vielen Dank. Es heißt, wer schön sein will, muss leiden. Aber muss es wirklich so schlimm sein? Oh oh, nicht das Puder. Ah, keine Sorge, Mädchen. Wir haben ein paar frische Beauty-Hacks für dich. Was ist dein bester Trick für alltägliche Probleme? Schreib ihn uns in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video mit Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine lustigen Videos mehr verpasst. Hey, was ist los? Wo bist du? Sorry, ich bin schon unterwegs, versprochen. Oh nein, so viele bunte Kleidung. Und ich bin ganz in Weiß. So lassen die mich bestimmt nicht rein. Oh nein, ups, das ist echt übel. Moment, bist du das da drüben? Hey, siehst du mich? Ich muss schnell was unternehmen. Kann ich mich irgendwo verstecken? Oh, in der Mülltonne? Das ist das Allerletzte. Aber meine einzige Möglichkeit. Aus der Bahn, Mülltonne, hier komme ich. Das war er sicher nicht. Puh, das war echt knapp. Sie hätte mich beinahe gesehen. Voll eklig hier drin. Au, was zum Geier? Meine Künstlerkarriere ist offiziell im Eimer. Ha? Was ist denn hier drin? Das ist doch nicht wahr, Glitzer. Okay, ich habe eine Form und gieße Glitzer hinein. Das Rot sieht echt schön aus. Ein Streifen davon reicht. Nun kommt noch goldenes Glitzer hinzu. Was für ein Glitzerregen. Grün als dritte Farbe passt spitze und die restlichen Farben auch. Nun drücke ich meine Hand in das Glitzer. Na sieh mal einer an, wie schön das glitzert. Okay, so kann ich mich wieder zeigen. Jetzt zu meinen Händen. Yeah, mit der richtigen Brille ist der Look perfekt. Zeit für die Party. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Babe, sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Unfassbar, dass du mich so lange hast warten lassen. Ja, aber was sagst du zu meinem selbstgemachten T-Shirt? Oh, das hast du selbst gemacht? Wow, das ist echt beeindruckend. Hey, wir sind bereit für die Party. Ich werf mal einen Blick auf euch. Okay, ihr dürft rein. Schnell, machen wir ein Selfie, bevor der Unterricht beginnt. Lana, was zum Teufel ist denn mit deinem Auge los? Mann, wie wurde mein Make-up denn so verschmiert? Ich hab's doch eben erst aufgetragen.
Oh Mensch, was mache ich denn jetzt bloß? Ja, das Verreiben hat's nur schlimmer gemacht. Ich glaube nicht mal, dass ich Ersatz-Make-up mitgebracht habe. Aber vielleicht kann dieser Textmarker helfen. Warum habe ich da nicht vorher dran gedacht? Wenn ihr verschmiert seid, kann ein Textmarker euch den Tag retten. In nur wenigen schnellen Bewegungen verschwinden diese unschönen Spuren. Sollen Textmarker nicht eigentlich Farbe malen? Ja, lustig, dass du das fragst. Ich habe diesen Textmarker tatsächlich ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst. Beginnt zunächst mit einer Schüssel mit warmem Wasser. Schnappt euch dann einen Textmarker und nehmt sein Ende ab, bevor ihr die Kappe abnehmt und die Spitze entfernt. Legt sie ins Wasser, bevor ihr die Mine im Textmarker rausnimmt und dasselbe damit macht. Dann abwarten und Tee trinken, bis die gesamte Farbe extrahiert ist. Nehmt als nächstes die farbfreie Mine und die Spitze und tauft sie in Augen-Make-up-Entferner wie diesen hier. So. Sobald sie im Entferner eingeweicht sind, steckt die Teile wieder in den Textmarker. Die Kappe aber nicht vergessen. Und im Grunde, ja, war's das schon. Willst du es mal versuchen? Ja, gerne. Nun, wir machen uns besser an die Arbeit. Der Unterricht hat gerade begonnen.